Hallo, mein Name ist Stefan Dolly. Ich bin Fachberater bei Corteva AgriScience für die Region Ostdeutschland. Ich bin gerade auf dem Landwirtschaftsbetrieb Florian Uhereck. Guten Morgen, Florian. Hallo, Stefan. Am besten stellst du deinen Betrieb mal ganz kurz vor. Hallo, mein Name ist Florian Uhereck. Wir befinden uns hier in Gröbitz im Burgenlandkreis südliches Sachsen-Anhalt. Wir sind seit letztem Jahr Innovationsfarm und arbeiten dabei eng mit Corteva zusammen. Um Ihnen ein paar interessante Details zur Bestandesführung im Winterraps und Winterweizen vorzustellen, fahren wir dann direkt auf einen Ackerschlag und schauen uns dort ein paar interessante Versuchsergebnisse an. Ja, wir sind jetzt hier am Winterraps angekommen. Florian, erzähl uns doch einfach mal, wie du diesen schönen Bestand hinbekommen hast. Ja, Stefan, also das ist hier unser Innovationsfarmschlag, wo wir verschiedene Maßnahmen ausprobiert haben. Wir haben ja am 6. September den Raps nahezu in die Asche gelegt, in Einzelkornsaat, mit einer relativ geringen Saatstärke, die ja für Einzelkornsaat üblich ist. Hatten sehr gute Feldaufgänge. Das ist eine Einzelkornsaat, Mulchsaat, im hinteren Teil auch Direktsaat, 45 cm Reihenabstand. Das Ganze mit 25 keimfähigen Körnern pro Quadratmeter und Unterfußdünger Diamondphosphat. Das sieht man hier sehr schön, wenn man sich die Drillreihen anschaut. Und ich denke, wir können ja auch mal uns genau eine Pflanze anschauen, wie hier die Entwicklung bis jetzt gelaufen ist. Wir haben nicht mehr die Ansprüche wie ans Blumenbeet. Wir sehen hier viel Mulch, sehen hier auch zum Teil noch Kluten, die da sind. Das ist ja ganz normal. Ja. Wir wollen es gar nicht so fein, auch Richtung Erosionsschutz. Gerade unter diesen ausgetrockneten Böden, die Asche, so ein feines Blumenbeet würde natürlich hier einen Ort gefährden, Richtung Abschwemmung. Viele schreckt es ab, die dünnen Bestände. Die Herausforderung besteht ja immer, gerade bei der Reinsaat, weil der Raps in diesem Moment nicht ganz so konkurrenzstark ist, wenn es um die Unkräuter geht, bis die Reihen dann letztendlich geschlossen werden von dem Raps. Und da brauchen wir natürlich auch hier neue Lösungsansätze. Und ich denke, da kann Corteva AgriScience mit dem neuen Belcar Power System auch hier eine sehr gute Lösung für den Landwirt anbieten, um auch für dieses neue Anbauverfahren oder dieses modernere Anbauverfahren hier in Zukunft eine Möglichkeit anzubieten. Ja, wie sieht er aus? Sehr schöne Wurzelentwicklung, sehr schöner Wurzelhals. Ja, Stefan, genau. Das sind auch die vorhin angesprochenen Vorteile. Kannst du auch mal aufschneiden. Durch die gute Standraumverteilung haben wir halt auch wirklich hohe Wurzelhalsdurchmesser, die schon im Winter so ähnlich reingegangen sind. Ist auch in Richtung Schädlingsdruck absolut vom Vorteil. Ich sag mal, Kohlfliege ist ein Riesenthema. Gut, bei der Kohlfliege hätten wir natürlich eine Möglichkeit mit unserer neuen Lumiposa-Beize, die explizit eine Indikation hat zur Bekämpfung der kleinen Kohlfliege. Und wenn wir uns die Pflanze komplett anschauen, vom BBCH-Stadium sind wir hier kurz vor dem BBCH50. Das heißt, die Blütenknospe, die Hauptinfloreszenz, ist noch von den letzten Blättern abgedeckt. Das wäre noch ein optimaler Termin, um eventuell Unkräuter nachzubehandeln. Hier könnten wir zum Beispiel mit unserem Produkt Corvetto, Aufwandmenge 1 Liter, noch eventuelle Unkräuter ausschalten, die zu einem Problem werden könnten. Dieses Raps-Entwicklungsstadium wäre noch optimal, um eventuell noch eine erfolgreiche Wachstumsreglermaßnahme durchzuführen. Ab diesem Stadium geht das ja so langsam los. Wir können ja mal die Bestandeshöhe ausmessen. Man sagt ja so 30 cm Wachstumshöhe, Temperaturen über 10 Grad. Da beginnt dann der optimale Einsatztermin. Man sieht das sehr schön, oder man kann sich vielleicht hier merken, steht Corteva auf dem Zollstock, das R wie richtiger Termin für Wachstumsregler. Ich denke, hier sehen wir ganz klar, da ist noch ein bisschen Zeit, dass wir dann die Wuchshöhe von 30 cm erreicht haben. Wir sind jetzt hier direkt am Versuchsfeld angekommen und wie man sieht, sind hier eine ganze Menge Parzellen angelegt. Natürlich im Winterraps ist der Schwerpunkt unser neues Herbstprodukt, das Belcar Power. Generell wird ja oft diskutiert, muss man eine Herbizidmaßnahme im Winterraps durchführen oder nicht? Die Antwort lautet ja, denn auch wenn man die Unkräuter unterschätzt bzw. wenn sie direkt im Raps nicht eine Konkurrenz darstellen, bilden sie immer noch unter der Schotendecke sehr viel Samen. Es kommt zur Anreicherung von Samen über die Fruchtfolge und so werden einfache Unkräuter doch sehr schnell zu Problemunkräutern. Ich denke, mit unserem neuen Belcar Power haben wir hier eine sehr schöne Lösung,
gerade wenn man die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes berücksichtigt. Ja, Stefan, ich denke, damit hast du den Nerv getroffen. Und das sieht man hier zum einen in der normalen Einzelkornmulchsaat, dass Belgor Power auch eine super Leistung hatte. Ich kann ja ganz klar sagen, eine Direktsaat im Raps wäre ohne Belgor Power kaum möglich. So, wir schauen uns jetzt mal hier eine Gelbschale an, ob es schon zu neuen Zuflügen an Rüsslern bzw. Rapsglanzkäfern gekommen ist. Es gibt bezüglich der Bekämpfung des Rapsglanzkäfers seit diesem Jahr einen neuen Bekämpfungsrichtwert, der folgendermaßen aussieht. Zwischen BPCH 50 und BPCH 59 sollten mehr als 10 Rapsglanzkäfer pro Haupttrieb des Rapses sein. Das an jeder Pflanze auf dem Schlag. Danach ist eine Insektizidmaßnahme nötig zur Bekämpfung dieses Schädlings. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem heutigen Gast, Florian Uhrek, für seine Zeit bedanken, für die interessanten Einblicke in deinen Betrieb. Vielen Dank, Florian. Ja, danke Stefan für die interessante Runde und dein Know-how. War mir auch eine große Freude und unsere Zuschauer möchte ich schon darauf hinweisen, dass auch weiterhin sehr interessante Expert-Vlogs auf unserer Internetseite zu finden sind.